Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Die Sims 4 Gaumenfreuden. Ja, meine Lieben, ich musste leider nochmal nachspielen, weil mir tatsächlich gerade, als ich hier den zweiten Part anfangen wollte, das Spiel abgestürzt ist. Und dementsprechend ist John halt jetzt auch zu Hause und wir haben mit Sicherheit nicht denselben Gewinn gemacht wie vorher. Aber ja, ich musste es halt nochmal nachspielen, weil das Spiel hat es leider nicht gespeichert vorher noch. Ja, du kannst dich darüber aufregen, wie du willst, dass es hier scheiße aussieht, das sehe ich. Kannst mal lieber hier aufwischen eben, bevor du noch zur Arbeit gehst. So, leider hat er hier auch seine Aufgaben gar nicht gemacht. Er hat das Mixen bzw. das Kochen noch gar nicht fertig gemacht, aber das kriegen wir jetzt so schnell auch gar nicht mehr hin, denke ich. Weil er muss ja jetzt sofort arbeiten gehen. Dementsprechend, ja, muss er halt jetzt so arbeiten gehen, das wird schon passen. So, kriegst du es denn noch hin da mit dem Waschbecken? Ich weiß auch gar nicht, wer das überhaupt kaputt gemacht hat. Das war doch bestimmt, das warst doch du, John. Du hast das doch kaputt gemacht. Gib's doch zu. Du warst das. So, er geht jetzt arbeiten. Tschüss, John. Und wir haben jetzt hoffentlich gleich mal dieses Waschbecken hier repariert. Ja komm, so lange kann das doch nicht dauern. John ist zur Arbeit gegangen. Na komm schon, na geht doch. So, was brauchen wir denn als nächstes? Als nächstes müssen wir uns was zu essen nehmen. Nehmen wir uns mal hier ein Gericht von. Und dann setzen wir uns hier hin und gucken gucken mal den Comedy-Kanal, genau. So, damit das nämlich auch hier wieder gefüllt wird. Und dann haben wir das nämlich auch geschafft. Wir könnten uns eigentlich dann auch mal irgendwann einen besseren Fernseher kaufen. Aber ich weiß jetzt gerade nicht, was ein bisschen besserer Fernseher kostet. So, das Essen war anscheinend schlecht, kann das sein? Schreckliches Essen. Oh Gott, dieses Essen war scheußlich. Also ein guter Koch ist John anscheinend nicht. So, Spiele spielen werden wir jetzt mal noch nebenbei. Damit es hier ein bisschen schneller geht. Und nochmal bitte. Spiele spielen. So. Komm schon. Nochmal Spiele spielen. Wir müssen den Spaß voll kriegen. So. Okay. Dann, genau. Deswegen, wir räumen jetzt erstmal hier den Teller noch weg. Dann bringen wir mal noch eben den Müll raus. Brauchen wir nicht. Das da wischen wir nochmal auf. Und dann gehen wir eben duschen. Und dann kommt John um 23 Uhr, glaube ich, kommt er wieder, oder? Ich weiß es gar nicht. Mal eben gucken. Wann kommst du nach Hause? Nee, um 2 Uhr erst. Ach du meine Güte. Na, so lange können wir natürlich nicht wach bleiben und auf ihn warten. Da müssen wir tatsächlich vorher noch jemanden anrufen, um mit ihm zu plaudern. Plaudern mit, machen wir mal mit Kathi. Genau, so. Wir plaudern mit ihr. Aber erst noch duschen, dann ein bisschen plaudern hoffentlich und dann gehen wir ins Bett. Ja, plaudern hilft. Oh, plaudern hilft nicht so lange. So, dann plaudern wir vielleicht noch mit jemand anderem. Plaudern mit, hier, mit dem Christian. Ein bisschen plaudern ist immer gut. Was? Ich schlafe, ruf später nochmal an. Ups. Ja gut, dann gehen wir jetzt auch schlafen. Es geht ja nicht anders. John ist ja noch auf der Arbeit. Was sollen wir machen? John hat Geburtstag bei... Oder was? Echt? Schon? Ernsthaft? Tatsache. Er wird in einem Tag schon älter. Oh, und Ayumi hat ja auch Geburtstag. Dein Sim ist bereit für die nächste Altersstufe. Führe die Interaktion Kerzen auspusten. Sich etwas wünschen oder Glasur probieren an einem Geburtstagskuchen aus, damit er älter wird. Ach, das muss man sogar selber machen in Sims 4. Ich dachte immer, das würde dann irgendwann auch automatisch gehen. Dann ist die Alterung ja eigentlich ziemlich für'n Arsch, oder? Weil dann muss ich das ja nicht sofort machen. Ich kann es ja auch lassen anscheinend. Und dann bleiben die für immer und ewig jung. Oder wie? Weil Ayumi müsste, glaube ich, jetzt schon seit Tagen älter werden, oder? Naja, oh Mist, sie muss arbeiten gehen. Ach du meine Güte, auch das noch in einer Stunde. Okay, bis dahin müssen wir das hier zurechtkriegen. Also hinkriegen, wir nehmen jetzt mal lieber das hier. Das andere hat hier ja nicht so gut geschmeckt.
Ah, ich glaube, wir schaffen das nicht. Wir schaffen das nicht. Oh nein. Wir werden nicht rechtzeitig fertig. Wann haben wir denn dann wieder frei für unser Restaurant da am Montag? Oh, ernsthaft? Jetzt ist die Toilette. Die Toilette ist kaputt gegangen. So, ich mache den Reparaturservice. Obwohl, ne komm, John kann das doch reparieren. Reparier das mal bitte. Ich hoffe, das geht. Ich hoffe, der macht das auch noch weiter, wenn ich dann weg bin. Aber wahrscheinlich eher nicht, ne? So, wir müssen jetzt arbeiten gehen. Ja, wir machen mit. Wie immer. Bisschen Geld kann nicht schaden, auf jeden Fall. Ich denke, nur von unserem Restaurant werden wir im Moment noch nicht überleben. Obwohl es lustig wäre. Wir könnten es riskieren und dann halt einfach jeden Tag im Restaurant arbeiten. Ich glaube, das mache ich auch. Das heißt, das hier wird jetzt unser letzter Arbeitstag. Oder wir kündigen sofort. Ja, wir kündigen sofort. Doch, ich denke, das machen wir. Wir werden sofort kündigen. Wieso mache ich das? So, wir gehen jetzt einfach nach Hause. Arbeit früher verlassen. So, wir haben gerade mal 2 Simoleons verdient. Aber das ist uns egal. Denn wir kündigen unseren Job jetzt und arbeiten, wie ich das gesagt habe, im Restaurant. Genau. Wir haben das Restaurant. Es läuft. Es sieht zwar nicht, noch nicht so toll aus, aber es läuft und wir möchten da natürlich dann auch damit Geld verdienen. So, Ayumi hat außerdem hat sie großartige Arbeit geleistet. Ach echt. Tatsächlich? Natürlich nicht. So, wir werden jetzt unseren Job kündigen. Job kündigen. No, er ist so lieb. Ayumi wird ein Erwachsener. Oh, sie altert ja doch automatisch. Da könnt ihr mal sehen. So, ist älter geworden. Na, wie schön. Und passend dazu kündigen wir jetzt endlich unseren Job. So. New beam, Harthic, Swaffa. Ah, Und dann geht's ab in unser Restaurant, damit wir da noch ein bisschen arbeiten können. So, wir haben unseren Job gekündigt. Jetzt müssen wir mal eben gucken, was brauchen wir denn noch eigentlich? Sie ist total angespannt. Liebestoll. Okay, sie braucht anscheinend mal eben ein Techtelmechtel mit John. Und dann geht das schon wieder. Welche Beförderung? So. Mal eben schnell hier liebestoll sein. Vergessener Geburtstag. Ja, es tut mir leid. Ich dachte, wir hätten noch Zeit. So, okay, dann jetzt würde ich sagen, Outfit ändern, Kleidung ausziehen, Outfit ändern. Nehmen wir das Outfit wieder. Und dann ab in unser Restaurant. Und John, du musst, keine Ahnung, was du musst. Du musst halt hier bleiben und brav sein. Sei brav, mach nichts kaputt. Und dann passt das schon. So, jetzt haben wir natürlich wirklich, die Aufgabe hier von unserem Geld, was wir hier verdienen, auch zu leben. Das heißt, wir müssen unser eigenes Haus damit auch finanzieren oder irgendwelche anderen Sachen, die halt anfallen. Das wird alles dann jetzt ab sofort vom Restaurant finanziert und nicht mehr von der tollen. Falsch rum. Ayumi hier hinbringen. Du gehst nach Hause. So. Wir sind traurig, aber das macht nichts. Wir schalten das jetzt mal ein. Natürlich wieder auf Pop. Und eröffnen hier unser Restaurant. So. Und dann können wir wieder schön arbeiten die nächsten 8 Stunden. Ach ja. Das wird so toll. Da kommen sie auch schon alle wieder angerannt. So, wir müssten dann auch mal gucken, dass wir dann halt demnächst, hier ein paar Lampen noch aufstellen oder sowas. Vielleicht dann auch noch einen weiteren Tisch. Aber dafür brauchen wir halt auch erstmal ein bisschen mehr Geld. Mit 219 Simoleons kommen wir leider nicht sehr weit. So, was blöd ist, ist, ich komme auch nicht mehr in die Küche rein, weil Angestellte halt. Und anscheinend bin ich kein Angestellter. Ich bin gar nichts, ja. Oh, toll. Das geht ja schon wieder gut los hier mit dem Service. Egal, da müssen wir da gleich wieder
ein bisschen gegenwirken. Wie man sieht, wir haben auch nicht mehr 2 Sterne, einfach weil ich ja nachspielen musste. So, ich werde hier erstmal nett begrüßen. Oh, heute kommen ganz viele Rentner anscheinend in unser Restaurant, kann das sein? Naja, macht ja nichts. So, wir müssen heute gut arbeiten, Leute. Also das gibt's doch nicht. Ist ja schon wieder unhöflich. Das gibt's nicht. Da werde ich ihn jetzt auf jeden Fall mal einmal kritisieren für. Weil so geht's ja nicht. Er sollte sich schon ein bisschen zusammenreißen hier. So geht's nicht. So, und dann werde ich hier auch mal den Gast begrüßen. Der wünscht nämlich, der Service wäre besser. Warum bist du so hart zu mir? Ich gebe doch mein Bestes. Ja, sei einfach mal freundlicher, da müsste ich nicht so hart zu dir sein. So, sehr schön. Okay, wir haben es wieder gewendet. Jetzt müssen nur noch die beiden hier um einen Tisch bitten. Und dann hoffe ich einfach mal, dass schon bestellt wurde. Also sie steht hier nur rum und guckt. Okay, noch ist alles gut, denke ich mal. So, das hat jetzt auch mal ganz gut geklappt hier. Zumindest sieht es noch nicht so schlecht aus bisher. Sehr schön. So, ist auch alles normal, ne? Ja, alles super. Ach, das ist gut. Ich freue mich, wenn es super ist. So, ja, sie ist noch ein bisschen traurig, weil ihr Geburtstag vergessen wurde. Das tut mir auch sehr leid. Ich habe irgendwie nicht... Also weiß ich nicht, auf einmal war ich auf dem Standpunkt, die würden nicht automatisch älter werden. Aber ich habe das in Sims 4 jetzt auch noch nicht so oft erlebt, dass sie automatisch älter werden, ne? Sonst habe ich das ja immer selbst gemacht mit dem Kuchen. Also wirklich selbstbestimmt. Dementsprechend tut's mir leid, Ayumi, verzeih mir bitte. So, wieso geht er eigentlich alleine essen? Er hätte doch eine Freundin mitbringen können oder so. Es würde mehr Geld geben. Ansonsten ist ja alles in Ordnung hier. Bis auf, dass der hier rumsteht. So, wann ist denn das Essen mal fertig? Ah, jetzt. Zubereitungsart erhöhen. Er ist im Moment auf normal. Ja, ich glaube, das würde ich auch wirklich so beibelassen. Also beibehalten. So, dein Essen ist da, Mensch. Jetzt kannst du dich da hinsetzen. Und dann werde ich auch mal seinen Tisch überprüfen. Er hat sich Würstchen und Bohnen und einen beruhigenden Kamillentee dazu bestellt. Alles klar. So, Bewertung ist jetzt wieder gestiegen. Na, Gott sei Dank. Dann wollen wir noch mal gucken. Wir haben sogar schon 575 Vorteilspunkte. Neugierige Gäste. Ich glaube, das werde ich mal machen. Zusätzlichen Kellner brauchen wir, glaube ich, im Moment noch nicht, oder? Zutatenqualität. Die Fähigkeit, die Qualität der Zutaten zu wählen, wird freigeschaltet. Tja, Gästeansturm, das brauchen wir eigentlich auch noch nicht. Ich mach mal neugierige Gäste. So. Genau, das machen wir mal. Ich habe zwar keine Ahnung, was das bedeutet. Was bedeutet das? Gäste bitten das Management ab und an um eine Empfehlung und die Sozialaktion Gericht empfehlen wird freigeschaltet. Ah ja, okay. Aber ich weiß doch gar nicht, welches das beste Gericht auf unserer Karte ist. Oder das beliebteste Gericht. Kannst du mir das sagen? Welches Gericht? Oh nein, oh nein, oh nein. Oh je, oh je, oh je. Oh je, da werde ich direkt mal die Bestellung nun priorisieren, damit das so schnell wie möglich hier wieder nachgeliefert wird. So, das ist hoffentlich gut.
Ja, das finden die natürlich nicht so toll, dass die jetzt so lange warten müssen. Deswegen, ich warte jetzt erstmal. Der da ist ja zufrieden mit allem. Dann warte ich jetzt erstmal, bis das zweite Essen dann gleich kommt. Ja, das ist natürlich doof. Das sind nämlich auch, glaube ich, dann extra Kosten für uns. Oh je, jetzt dauert es den schon lange. So, dann würde ich sagen, ich überprüfe noch den Tisch. So, immerhin. Aber ziemlich lange warten. Nee, okay, sie sind jetzt im Moment wieder im grünen Bereich. Dann ist ja gut. Puh. Das konnten wir noch mal retten. Wenn sie nicht zufrieden gewesen wären, wäre das natürlich nicht so toll gewesen. Oh je, er ist schon wieder unhöflich da hinten. Ach, was will man machen? Er hat halt einen schlechten Tag. Da muss ich dann halt immer gegenwirken. Aber meine Lieben, ich denke, ich werde an dieser Stelle dann auch erstmal einen Cut machen. Wir sehen uns in einem neuen Part wieder. Bis dahin. Tschüssi.